Mein Name ist Dirk Stehrmann, ich bin Moderator und Autor. 1890 sind nur 30% von allen Menschen, die damals in Wien gelebt haben, auch in Wien geboren. 10 Jahre später, 1900, gab es eine Umfrage, wonach über 50% aller Menschen, die damals in Wien gelebt haben, Tschechisch als ihre Muttersprache angegeben haben. Es war immer schon so, dass Leute nach Wien gekommen sind auf der Suche nach einem besseren Leben, ich ja in Wahrheit auch. Genauso geht es den Refugees. Die sind hergekommen, entweder aus wirtschaftlichen Gründen, um hier ein besseres Leben zu haben, oder aus politischen Gründen, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden, weil es dort zu gefährlich ist zu leben. Das Außenministerium hat gesagt, wir Österreicher, beziehungsweise ihr Österreicher und sie Österreicher, sollten nicht nach Pakistan reisen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Gleichzeitig aber sollen Teile der Refugees nach Pakistan ausgewiesen werden. Wenn es für uns zu gefährlich ist, was ist dann mit denen? Sind das keine Menschen? Sind das Menschen zweiter Klasse? Sie sind hergekommen in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und wir sollten sie darin unterstützen, in dieser Hoffnung und auf diesem Weg in ein besseres Leben. Wir sollten ihnen nicht zusätzlich noch Steine in diesen Weg rollen.